Gerald, du bist nicht unbedingt Fan der Maskenpflicht. Warum eigentlich? Ja, bekanntermaßen, weil ich die Masken für sinn- und nutzlos halte. Und da bin ich ja in guter Gesellschaft mit Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Anschober, die ja vor 4 Monaten noch dieselbe Meinung vertreten haben und im Übrigen auch Experten der WHO. Aber plötzlich haben halt offenbar viele entdeckt, dass das Maskengeschäft durchaus auch ein Geschäft sein kann. Und seitdem tragen wir alle, chaotisch wie wir heute sind, den Maulkorb. Und jetzt soll er wieder eingeführt werden. Ich möchte diesbezüglich einfach... Meine Meinung ist ja irrelevant. Ja, auf meine Meinung wird auch der Kanzler nicht hören. Gehe mal davon aus. Ich möchte einfach Franz Allerberger von der AGES zitieren, der heute und auch die letzten Tage gesagt hat, und im Gegensatz zum Herrn Anschober und zum Herrn Kurz hat der AGES-Chef als oberster Experte des Landes im Gesundheitsbereich studiert und gilt als Experte, der gesagt hat, die Wiedereinführung der Maskenpflicht ist eine politische Entscheidung, ist nicht evidenzbasiert. Das heißt, wenn wir in Supermärkten oder in Gastronomiebetrieben oder im öffentlichen Raum Masken einführen, muss man dazu sagen, dass es gerade in diesen Bereichen, wo jetzt die Maskenpflicht wieder kommen soll, die letzten Monate keine Erkrankungen stattgefunden haben. Wir haben Erkrankungen in Freikirchen, in Schlachthöfen, bei Schulabschlussfeiern, verteilt auf 2 Bundesländer und auf 4 Bezirke. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht in Supermärkten auch noch irgendwann dazu kommen könnte, oder? Naja, aus lauter Angst, dass wir sterben könnten, sollten wir dann überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen. Und selbst dort besteht die Gefahr, dass uns irgendwann die Decken am Schädel fliegt. Also wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre Kurtrek Butter, das ist mir für eine medizinische Fachmeinung oder eine medizinische Expertise und ein Urteil durch die Bundesregierung zu wenig. Wenn wo Gefahr besteht, dann gehört selbstverständlich eingegriffen. Wenn aber seit Monaten feststeht, dass wir in den Supermärkten keine einzige Ansteckung haben. Kein einziger Cluster, seitdem Corona in die Welt gesetzt wurde und seitdem es den Lockdown in Österreich gibt, seit 13. März, lässt sich auf einen Supermarkt zurückführen. Warum sollen wir dann die Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Konsumenten mit dem dreckigen Pappenschloss auf gut Steirisch quasi verunstalten, dass jeder Maske tragen soll und dass eigentlich nur noch mehr Angst und Panik im Handel besteht? Das, was wir derzeit erleben, ist, alle Geschäfte sind offen. Alle Grenzen sind offen. Eigentlich haben wir ja seit einigen Wochen wieder ein Stück der alten Normalität zurückbekommen. Und dennoch stöhnen unsere Betriebe. Weil sie sagen, eine Laissez-faire, ein lockeres Leben, ja, aus der Leichtigkeit des Seins, lässt sich doch nicht mit diesem Symbol einer todbringenden Krankheit führen. Und das ist für mich das, was die Bundesregierung heute macht, hat einen rein psychologischen Effekt, das soll sie auch sagen, hat aber keinen gesundheits- und keinen medizinischen Effekt. Und das ist Faktum. Nur, die Österreicherinnen und Österreicher sind keine Kinder und wir brauchen keine Gouvernantenregierung, die uns erklärt, ja, jetzt müsst ihr euch wieder verhüllen. Da habe ich schon mehrmals gesagt, bei solchen Dummheiten mache ich nicht mit. Aber gerade den psychologischen Aspekt angesprochen, ist es nicht vielleicht für den Großteil, es hat ja immer geheißen, der Großteil der Menschen, der hält sich dran, der fürchtet sich tatsächlich vor dem Virus, berechtigt oder nicht, das sei dann dahingestellt, muss jeder für sich entscheiden. Aber die Masse, die nimmt das noch ernst. Wäre es denen gegenüber nicht irgendwie trotzdem dann fair, sozusagen die paar wenigen, die sich partout nicht dran halten wollen, die offenbar klar nach außen hin symbolisieren mit ich trage sie extra nicht, dass sie sich eben nicht an Regeln halten, dass sich quasi die noch Angst haben, sich vor jenen nicht fürchten müssen, aus dem Aspekt heraus betrachtet? Es gibt zwei Möglichkeiten als Politik. Entweder man bekämpft eine Pandemie oder man macht mit der Maske eine Symbolpolitik. Das sei dahingestellt. Nur mit der Maske, und das sagt auch Allerberger, der Chef der AGES, das sagt, hat auch Kurz und Angstschober selbst gesagt und auch die WHO, mit der Maske bekämpfst du keine Pandemie. Also ist es reine Symbolpolitik. Dann soll man aber dazu auch sagen, dass es Symbolpolitik ist. 8,9 Millionen Menschen in Österreich nehmen diese Pandemie ernst. Unter denen befinden sich nämlich 1 Million Menschen, die in Kurzarbeit sind. Und 500.000 Menschen, die durch diese Maßnahmen bereits in Arbeitslosigkeit sind. Und zigtausende Betriebe, die bereits vor dem Konkursrichter stehen. Und sehr viele Menschen, die die letzten Monate keine gesundheitlichen Leistungen durch die geschlossenen Spitäler erfahren haben. Und sehr viele Kinder, die bereits jetzt verängstigt worden sind und psychische Folgeschäden nach sich tragen werden, weil ja es in Österreich Politiker gegeben hat, die gesagt haben, 100.000 Menschen werden sterben und wir werden alle in unserer Familie einen Toten zu beklagen haben. Diese Angst, diese Panik, diese Angst vor der Angst ist ja bereits schon in die Welt initiiert, in das kleine Österreich initiiert, wie auch die Pandemie selbst. Da braucht man nicht noch mehr Angst machen. Es nehmen eh 8,9 Millionen Menschen ernst.
Und mit einer Maßnahme, die zu nichts führt, zu mehr Disziplin auszurufen, ja, das ist für mich auch der falsche Weg. Ja? Ganz im Gegenteil. Wir haben 8,9 Millionen Menschen, davon sind eine erquickliche Zahl von, weiß ich nicht, 7 Millionen mündig, ja, und über die 18 Jahre und erwachsen und eigenständig. Und noch einmal, ich brauche nicht die tägliche Pressekonferenz der Bundesregierung. Der beste Karl Lauer, der derzeit durchs Netz geht, offenbar hat Corona die letzten zwei Tage gewartet und nicht zugeschlagen, bis der Bundeskanzler wieder aus Brüssel kommt. Man sieht ja selbst, dass es der Bundeskanzler nicht ernst nimmt. Der sagt, nein, Corona ist jetzt kein Thema, jetzt verpressen wir mal, weiß ich nicht, ein paar Billionen, 1,8 Billionen Euro für die Europäische Union und der Virus soll ruhig warten. Ja? Oder die Kärntner Methode, wo man sagt, ja, den Virus gibt es nur zwischen 19 und 21 Uhr, aber nur im öffentlichen Raum und nicht in den Lokalen. Ich meine, allein wie die Politik ja selbst mit dem Virus umgeht, da führt sie sich ja selbst ad absurdum. Jeder vernünftig denkende Mensch greift sich in dem Land nur mehr am Kopf und denkt, was haben wir für eine Faschingsregierung, die uns schon wieder Masken am Faschingsdienstag bescheren will. Das kann ja nicht des Pudels Kern sein. Aber jetzt war heute auf deinem Platz bereits Physiker Werner Gruber. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sagen wirst, na gut, er handelt in der, nach der Agenda seiner Parteichefin, Pamela Rendi-Wagner, aber er hat es anhand der Physik der Aerosole erklärt, dass sozusagen der Mindestabstand, der berühmt-berüchtigte Babyelefant in Kombination mit der Maske, auch mit einem normalen Mund-Nasen-Schutz aufgrund der Größe der Virenpartikel etc., einen beinahe hundertprozentigen Schutz geben können. Draußen ist es wurscht, aber drinnen. Und jetzt haben wir ja von Rudi Anschober oder na, Vizekanzler Kogler war es gehört, in den Supermarkt, da muss jeder hin. Überall anders kann man sich's freiwillig aussuchen. Ist nicht dann trotzdem die Maske, sagen wir mal, das gelindeste Mittel, um, weil man kann es ja nicht vorhersagen, potenziell eine zweite Welle aufzuhalten und dann sagt man halt, na gut, für die paar Minuten im Supermarkt pfeift drauf, da verhalten wir uns halt mit den anderen gegenüber solidarisch, der sich noch fürchtet, soll sich nicht vor mir fürchten müssen, weil ich keine Maske mehr trage etc. Ist es nicht wirklich ein kleiner Preis, den wir zahlen, um potenziell diese zweite Welle aufzuheben, aufzuhalten, wenn wir jetzt dort und da ein bisschen Maske tragen? Und solange der Preis sinnlos ist, ist der Preis immer hoch, auch wenn er von manchen klein empfunden wird. Wenn wir wissen, dass 90% der im österreichischen Handel sich befindlichen Masken vor nichts schützen, nicht einmal vor dem eigenen Husten, weil diese Masken nicht diese Qualität haben, die der hochmedizinische Bereich tatsächlich vor einer Ansteckung durch einen Virus braucht. Ja? In Österreich wird ja die Maske bereits, die selbstgeschneiderte Häkelmaske aus Wolle, gilt ja auch schon in jedem Supermarkt als Maske. Das, was wir erleben, ist ja eine Maskerade, die ja mit einer wissenschaftlich-medizinisch fundierten, evidenzbasierten Methode ja nichts mehr zu tun hat. Da geht es nur um Symbolpolitik und ich gestatte dem Werner Gruber durchaus seine Meinung. Es kann ja jeder seine Meinung haben. Ich schreibe ihm ja nicht vor, dass er keine Maske tragen soll. Er ist ja von seiner Physiognomie her eine Risikogruppe. Das verstehe ich auch. Ja, soll er am besten zu Hause bleiben und sich schützen und in Zukunft auch Skype-Interviews geben und am gesellschaftlichen Leben die nächsten 4 Jahre nicht teilhaben. Das, jeder wie er will. Wir sind freie Menschen im Jahr 2020. Ich komme zurück. Wir haben in Österreich jetzt zum heutigen Tag etwas mehr als 1200 Infizierte. Eigentlich eine Zahl, die du mit der Lupe suchen kannst, wie wir wissen, erstens. Zweitens, davon sind 96 Personen in Spitalsbehandlung. Also 96 Personen in Betten, wovon wir 60.000 Betten haben. Und 16 in Intensivbetten, wovon wir 3.000 Betten haben. Also kann man, und es gibt keine exponentielle Kurve diesmal oder ein Schreckgespenst. Nein, das gibt es nicht. Allerberger sagt selbst, dieser infizierten Grad gibt es nicht her, Maßnahmen zu treffen. Es ist eine politische Entscheidung. Das ist Fakt. Und das kann man nicht aus der Welt reden. Wir sind bei den Zahlen an jedem Punkt, so. Wie kurz vor dem Lockdown damals. Ja, aber es gibt ja mittlerweile einen ganz anderen Zugang. Es gibt ja, noch einmal, es finden die Großveranstaltungen nicht statt, es finden die Partys nicht statt, es finden das Donauinselfest nicht statt, es gibt in Ischgl keine Diskos, die derzeit offen haben und Glutnester des Corona darstellen könnten, das gibt es alles nicht, die Nachtlokale haben zu. Es gibt Menschen, die im Sommer in Wahrheit ihre Freiheit genießen wollen und ohne dies sehr verantwortungsvoll mit sich selbst und ihrer Umwelt umgehen. Und dann gibt es halt ein paar Ausreißer. Aber nur weil es ein paar Ausreißer gibt, gehe ich doch nicht das Gesetz verschärfen. Ja?
Das wäre ja ganz neu, dass wir in Österreich vor allem von den Grünen und von der ÖVP so eine Anlassgesetzgebung hätten. Also bei den Terroristen machen sie das nicht, gleich die Gesetze verschärfen, wenn es ein, zwei gibt. Aber wenn es irgendwelche ein, zwei Deppen gibt, die Corona-Partys feiern, dann wollen sie ganz Österreich mit Masken zunageln. Und jetzt, cui bono, wem nützt das? Mehr waren es schon, wenn wir uns an die Bilder vom Donaukanal erinnern. Naja, aber ihr müsst ja auch Journalisten quer durchs Land schicken, damit ihr das berichten könnt. Das passiert ja nicht jeden Tag vor eurer Haustür. Da ist ja nicht am Kordelsplatz vor der Sendezentrale, sind jeden Tag 50.000 Menschen. Noch einmal, das sind ja Einzelfälle. Das sind ja tatsächliche Einzelfälle. Es ist ja nicht so, dass dieses Land feiert. Das hat ja im Übrigen nichts zum Feiern. Ja, muss ich auch bei der Gelegenheit sagen. Also, man soll die Kirche in dem Fall im Dorf lassen. Diese Anzahl und diese infizierten Anzahl und auch die Tatsache, dass die meisten ja nach 14 Tagen, drei Wochen ohne dies wieder genesen, lässt vermuten, dass sich die infizierten Zahl zumindest die nächsten zwei Wochen oder vier Wochen nie mehr als über 1.000, 2.000 oder 3.000 Infizierte darüber hinausgehen wird. Also die große exponentielle Kurve, wo wir plötzlich 20.000 Infizierte haben, die gibt es nicht. Ja? Was auch daran liegt, dass es Sommer ist, die Schleimhäute der Menschen, brauche ich kein Mediziner sein, nicht trocken sind, man sich weniger infiziert mit allen möglichen Viren, die jeden Tag um und um schwirren, mehr im Freien ist, weniger in geschlossenen Räumen. Und jetzt noch einmal so zu tun, als würden die Menschen in unseren Supermärkten 15 Minuten lang schmusen und sich Zungenküsse geben, wie man es offenbar, und sonst, nur sonst kriegst du das, wenn du 15 Minuten auf 20 cm zusammenstehst. Da fährt einer mit dem Supermarktwagen am anderen vorbei und sagt, Entschuldigung, darf ich vorbei? Der Personenkontakt hat sich genau in zwei Sekunden abgespielt. Und es beweist sich, die Fakten beweisen meine Worte, es hat in einem Supermarkt, seitdem es Corona gibt, hier in Österreich, keine Clusterbildung stattgefunden. Und das ist einmal zu sagen. Und wir haben jetzt auch schon seit fünf Wochen in den Supermärkten keine Maske. Aber auch an der Schlange im Supermarkt kann man einer von hinten salopp formuliert ins Knack husten. Ja, das kann dir aber auch auf der Straße auch passieren. Das kann da am Strand auch passieren. Dann müssen wir überall. Das kann dir im Übrigen passieren, wenn du am Wochenende in deine Heimat fährst und dort dich mit irgendwelchen Freunden triffst. Das kann dir immer passieren. Ja, das Leben ist risikoreich und wir sind endlich und sterben. Die Friedhöfe von denen, die geglaubt haben, sie wären unsterblich, sind im Übrigen voll. Weil du es vorher angesprochen hast, die Kirchen, sollten die zugesperrt werden, weil die haben tatsächlich Cluster hervorgebracht. Naja, noch einmal, die Kirchen sind ja nicht anders zu behandeln als geschlossene Räume und Veranstaltungen. Und wenn die Kirchen, die Kirchen können ja offen sein. Die Kirchen können offen sein, wenn es den nötigen Abstand gibt, wenn es in der Kirche eine Maskenpflicht gibt während der Messe, wenn es einen 3 Meter Abstand gibt, wenn man diese ganzen Hygienemaßnahmen einhält, dann hätte es ja nicht zu einer Clusterbildung kommen können. Und diese zwei Cluster, die es in Oberösterreich gibt, von irgendwelchen Freikirchen, kein Mensch weiß, wer die überhaupt sind, und von einer Ansteckung bei einer serbisch-orthodoxen, ja, das weiß ich nicht, was die für eine Liturgie dort gerade gefeiert haben, ob die alle im Weihbrunnkessel gebodert haben. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Da müssen Sie den Bund, musst du den Bundeskanzler fragen, weil der ist ja ein Fan von solchen Freikirchen. Der hat sich ja erst unlängst in der Stadthalle vor 40.000 Leuten segnen lassen. Also ich habe mit solchen Freikirchen weniger zu tun. Mhm.